Hier sind die 20 unglaublichsten Momente aus der Champions League. Und wie wäre es mit diesem Volley? Aus fast 50 Metern. 2011 spielte Schalke gegen Inter Mailand. Neuer klärt den Ball mit einem Flugkopfball. Und Dejan Stankovic haut einfach mal drauf. Was für ein Tor. Aber nichts im Vergleich zu unseren Top 3. Zum Beispiel der verrücktesten roten Karte. Wir sind im Jahr 2005. Barcelona spielte bei Chelsea an der Stamford Bridge. Chelsea hatte bereits 3 Tore geschossen, Barca nur eines. Der Ball kommt zu Ronaldinho. Wahnsinn, er tanzt kurz auf der Stelle und schießt dann mit der Pike. Tschech konnte den Ball nur hinterher schauen. Was für ein Künstler. Gereicht hat es aber trotzdem nicht. Chelsea schmiss Ronaldinho und den Rest von Barca aus dem Turnier. Aber dieser unvergessliche Moment bleibt. Genau wie unsere Nummer 18. 2018 spielte Liverpool gegen Paris Saint-Germain. Alle freuten sich auf das Duell. Und wie bei jedem Champions-League-Spiel gab es auch bei diesem eine Pressekonferenz. Jürgen Klopp, der Trainer von Liverpool, stellte sich den Reportern und als ein französischer Reporter ihnen eine Frage stellt, wird diese für ihn übersetzt. Very erotic voice, by the way, translator. Wow. Again, please. Die Champions League lebt von Emotionen und dazu gehören auch herzzerreißende Momente wie dieser. Finale 2008 in Moskau. Manchester United mit Ronaldo spielte gegen Chelsea. Ronaldo brachte die Reds in Führung, doch Lampard glich aus. Nach der Verlängerung gab es keinen Gewinner. Elfmeterschießen. Und zuerst sah alles gut aus für Chelsea. Ronaldo verschoss. Die Blues waren in Führung. Dann trat Terry an. Der Kapitän und einer der verlässlichsten Säulen bei Chelsea. Eines der traurigsten Bilder der Champions League. Aber unsere Nummer 15 ist eine der schönsten. Wir sind wieder im Champions League-Finale. Wieder mit Manchester United. Diesmal gegen Barcelona im Jahr 2011. Und in der Startelf stand Erik Abidal, was einem Wunder glich. Mehrere Monate zuvor wurde ein Tumor in seiner Leber entdeckt. Dieser wurde 2 Tage später entfernt und die Ärzte prophezeiten eine lange Pause. Doch schon 2 Monate später wurde er wieder bei einem Spiel gegen Getafe eingesetzt. Und im Finale spielte er von Anfang an. Barca gewann das Spiel 3:1 und vor der Siegerehrung, da gab es einen besonderen Moment. Puyol gab Abidal die Kapitänsbinde, sodass dieser als erster die Trophäe in die Höhe strecken konnte. Davon träumten auch Bayern München 1999. Sie spielten im Finale gegen Manchester United. Es ist bereits Nachspielzeit und sie führten 1:0. Noch ein paar Sekunden zu spielen. United schlug eiskalt zu und machte 2 Tore und riss Bayern das Herz raus. Was für ein Comeback. Aber wie wäre es hiermit? Eine der unglaublichsten Paraden eines Torwarts. Jan Oblak parierte 3 Schüsse und Atletico Madrid warf Bayer Leverkusen aus dem Turnier. Und der Trainer, der bekam wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Aber einen der lustigsten Trainermomente, den lieferte uns kein anderer als José Mourinho. 2018 war er Trainer bei Manchester United und in der Gruppenphase ging es gegen Young Boys Bern. Doch Menu gelang kein Tor. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Fellaini machte ein Last-Minute-Tor und wie feierte Mourinho das Ganze? Ja, er warf die Wasserflaschen herum, die danach ziemlich mitgenommen aussahen. Jeder zeigt halt seine Freude unterschiedlich. Und jetzt zu dem wohl komischsten Foul jemals. Viertelfinale in der Champions League 2021. Bayern gegen PSG. Bayern brauchte ein Tor und es gab Freistoß. Keylor Navas läuft seinen eigenen Mitspieler um und der Schiedsrichter pfeift Foul gegen Bayern. Müller konnte es selber kaum glauben. Wir sind im Jahr 2016. Real Madrid gewann gerade in einem unglaublichen Finale gegen Stadtrivalen Atletico. Ronaldo schoss im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfmeter und ganz Madrid war außer sich vor Freude. Der Ronaldo mit seinem Sui. Auf jeden Fall ein lustiges Interview. Und unsere Nummer 10 ist eines der schönsten Champions League Tore jemals. Im November 1999 spielte Florenz gegen das übermächtige Barcelona. Der Ball wird aus dem Strafraum geklärt. Was für ein Fallrückzieher-Tor von Mauro Bressan aus guten 25 Meter Entfernung. Einfach nur wunderschön zum Anschauen. Genau wie unsere Nummer 9, dem schnellsten Champions League Tor jemals.
10,12 Sekunden brauchte Roy Mackay, um 2007 gegen Madrid ein Tor zu machen. Da jubelte die Bayernbank. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem wohl emotionalsten Trainer, den die Champions League je gesehen hat. Da muss man ja Angst bekommen. Diego Simeone, Coach von Atletico Madrid, gab uns so einige lustige und auch angsteinflößende Szenen. Da kann, glaube ich, nur der Klopp mithalten. Und unsere Nummer 7 ist ein Tor, das so nur eine Handvoll Spieler machen können. 2016 spielte Arsenal gegen Ludogorets Razgrad. Und in den ersten 15 Minuten passierte das Unglaubliche. Die Bulgaren schossen 2 Tore. Doch dann trafen Xhaka und Giroud zum 2:2. Alles sah nach einem Unentschieden aus. Doch in der 87. Minute, da machte Özil dann das hier. Was für ein Tor. Kein Wunder, dass die Fans ausflippen. Und die schaffen es in der Champions League oft Gänsehautstimmung aufkommen zu lassen. Durch ihre Choreos. Wie wäre es zum Beispiel mit dieser hier? Was für eine klasse Idee der BVB-Fans. Oder wie wäre es mit dieser hier beim Spiel FC Bayern gegen Lyon im Halbfinale 2009? Das ganze Stadion nimmt an der Choreo teil und schaut klasse aus. Aber auch im Ausland haben sie es drauf, wie hier bei Galatasaray Istanbul und Paris. Ja, die machen keine Choreos, die fackeln einfach nur ein bisschen Pyro ab. Unsere Nummer 5 ist ein lustiger Moment, als Pep Guardiola vergaß, welche Sprache er sprechen sollte. 2016 war er Trainer bei Bayern und diese spielten gegen Benfica im Viertelfinale. Vor dem Spiel stellte er sich den Fragen der Reporter. Buenas tardes. Reservar un resultado. Ja, da hat er einfach auf Spanisch losgelegt. Kann schon mal passieren. Bayern München schaffte den Einzug in die nächste Runde, scheiterte dann aber im Halbfinale gegen Atletico Madrid. Da hätte so ein Tor in letzter Minute gut getan. So wie bei unserer Nummer 4. Ein unglaubliches Tor vom Torwart. Standard Lüttich spielte 2009 in der Champions League. Doch es war klar, dass sie schon in der Gruppenphase ausscheiden würden. Die letzte Hoffnung, Platz 3, um an der Europa League teilzunehmen. Das letzte Spiel war gegen Alkmaar und Lüttich brauchte einen Sieg oder ein Unentschieden. Doch sie lagen 0:1 hinten. Wir sind bereits in der 5. Minute der Nachspielzeit. Was für ein Kopfball des Torwarts. Aber auch unsere Nummer 3 ist eines der wohl schönsten Tore der Champions League. 2015 spielte Bayern gegen Barcelona. Und Boateng hatte die Aufgabe, Messi kalt zu stellen. Schauen wir mal, wie gut das klappte. Ein unvergesslicher Champions League-Moment. Und was für ein Lupfer. Das schaut so einfach aus. Und jetzt zu der wohl komischsten roten Karte jemals in einem Champions League-Spiel. 2011 spielte Arsenal gegen Barcelona im Achtelfinale. Das Hinspiel hatte Arsenal mit 2:1 gewonnen. In der 56. Minute stand es 1:1 und dann passierte das. Der Schiedsrichter gab von Percy eine zweite gelbe Karte wegen Ballwegschlagens. Und somit musste Percy raus. Der konnte es nicht glauben. Er hatte den Pfiff nicht gehört und war zu Recht angefressen im Interview danach. It's just a joke. And he's been bad all evening. He's been a joke all evening. I don't know why he's here tonight. Honestly, I think it's a joke. Barcelona schoss noch 2 Tore und schmiss Arsenal aus dem Wettbewerb. Was für eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Und hey, aufpassen, dass ihr keine Fehlentscheidung macht und vergesst uns zu abonnieren. Und jetzt zu unserer Nummer 1, einem der unvergesslichsten Spiele in der Champions League. Wir sind im Champions League-Finale 2005. AC Milan und Liverpool standen sich gegenüber. Und Milan hatte einen Traumstart. Maldini traf in der ersten Minute. Und kurz vor der Halbzeit schlug Crespo 2-mal zu. 3:0. Alles schien aussichtslos. Doch die Fans von Liverpool, die glaubten an ihre Mannschaft und sangen You'll Never Walk Alone. Und dann in der zweiten Halbzeit das Unglaubliche. 3 Tore von Liverpool. Verlängerung. Und dort machte Liverpools Torwart einen der unglaublichsten Paraden gegen Schewtschenko. Und hält dann noch 3 Elfmeter im Elfmeterschießen. Liverpool drehte tatsächlich das Spiel. Kein Wunder, dass die Spieler das feierten. Aber manche Jubel sind nicht erlaubt, zum Beispiel dieser von Ronaldo. Klickt hier, um die verbotenen Torjubel im Fußball zu sehen.